Okay, warte mal, gehe ich halt noch mal hoch. Hä? So, jetzt klettert er wieder. Ich guck gerade, ob ich irgendwas Offensichtliches sehe, wo ich gleich hin muss, aber... Das ist interessant. Oh. Soll das sein? Stinky-Käse? Man weiß es nicht so genau. Oh nö, jetzt nimmt er die mit. Ob ihr mich verarschen wollt. Felze. Alter. Ist das radikal? Oh Junge. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss ausweichen. Da war es aber dann schon zu spät, leider. Wahrscheinlich einfach nur seine ganzen Ranken zerstören, oder? Das war knapp, ey. Ja.
Oh, leck mich. Oh, ist das dumm. Also ich... Wie gesagt, wenn du irgendwann müde bist, du bist halt auch nicht mehr so konzentriert. Du wirst aber auch bei solchen Bossfights meistens gierig. Ihr seht ja, ich kann teilweise nicht mal mehr richtig zielen. Das ist jetzt nicht so schwer. Zumindest für die Phase sollten wir einen Checkpoint haben. Alter. Tot. Okay, da darf ich nicht so gierig werden, da muss ich warten. Steine, ja. Tot. Boah, ist das fies. Musst du jetzt springen oder nicht? Bin mir nicht sicher. Okay, da muss ich springen. Beim Schwert muss ich springen, alles klar. Lebe ich noch? Ja. Noch, ja. Alter. Ja, das geht nicht so. Da musst du wirklich Blume für Blume machen. Okay. Okay, cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Boah, ich weiß nicht, ob ich das noch koordiniert kriege. Ich bin saumüde halt. Ich seh nix. Ah, ich war eh tot. Yo! Okay.
Okay, mit der Rückhand hat er mich dann erwischt. Ach. Rückhand, ja. In der Phase macht er seine Rückhand. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich war doch voll daneben, oder nicht? Ich meine, ich kann mich täuschen. Und Rückhand. Willst du mich verarschen? Warum sind Endboss-Fights so oft so beschissen? Gut, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt so salzig, weil ich müde bin. In erster Linie. Genau in den Stein gerannt, Alter. Oh, ist das nervig. Das wird noch ein bisschen dauern hier, glaube ich. Oh Gott. Ich weiß, was ich da machen muss. Wenn er das macht, muss ich mich hinter einen seiner Steine verstecken. Alles klar. Get it. Ich hoffe halt, dass es wirklich nur noch dieser Fight ist. Deswegen versuche ich jetzt gerade durchzuziehen. Okay, ja, tatsächlich. Ich sehe gar nichts, ich renne einfach. Okay. Nein, zu früh! Ey! Ich fick sowas, ehrlich. Boah, ist das nervig. Ich hatte es ja quasi. Das nervt mich daran gerade eigentlich nur. Ich hasse es. Ich hasse Endbosskämpfe mittlerweile so sehr, Alter. Weil die sind einfach immer wieder beschissen, Alter.
Wie gesagt, aber da springt doch gerade der Müde aus mir. Von dem seinen komischen Meteor-Move da, den macht er gerade gar nicht, ne? So, jetzt. So. Meine Fresse. But the bramble weakened. The Mountain King saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. Okay. He would not lose him again. This time, King Nils would overcome the darkness. Okay, ich kann laufen. Jetzt die Frage. King Nils tore the bramble rooted in his back and brought it all to an end. Okay. The only way to get to Lilimur was now up and in. Ja, cool, jetzt muss ich noch in den König. Na Mensch. Na dann. Schön klettern. Der Bergkönig fiel. Darf ich meine Schwester jetzt endlich wieder haben? Oder eher nicht so? Rest in peace, Ole son. Never forget. Der gute Ole, Mensch. Tuva had one last gift to give to Ole. Oh.
started to crumble. Yay, unser Homeboy. Always look after his friend. Das macht mich irgendwie glücklich. Er ist auch ein Hübscher. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er kein hässlicher ist. Also, dass er wirklich kein hässlicher ist. Also, guckt ihn euch gleich an. Da, hübscher Typ, hübsche Augen. Ist immer für seine Freunde da. So soll das sein. Nightmare woke her up. Frightened by her memories, she searched for her brother's comfort. But he was nowhere to be found. Ernsthaft? Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Wir können uns mit ihr jetzt nochmal das Bild angucken. Oh, es ist ein anderes Bild jetzt. Interessant. Da können wir nichts machen. Ah, guck mal, da fehlen aber noch Figuren, die man anscheinend hätte finden können. Mindestens 4 Stück. Interessant. Und ich habe ja eigentlich schon immer gut geguckt, dachte ich, aber... Ihr habt sie natürlich alle gesehen, da bin ich zuversichtlich, meine lieben Tomodachis. Okay. An die Kiste dürfen wir nicht. Schreibtisch auch irrelevant. Und dann können wir mit der Tür interagieren. Auch nicht. Okay. Das war ja wirklich nur zum Angucken gedacht, ne? Ja. Dann zum Fenster. However, the darkness outside did not scare her. Because she knew she had her brother. Das ist schön, ich habe auch eine ältere Schwester. Bramble, der Mountain King. Ich leg den Controller weg und gönn mir jetzt nach all den Stunden erstmal einen Schluck trinken. Stay hydrated. Trink doch auch einen Schluck, meine lieben Tomodachis. Prost! Spiel. Alles, was ich zu sagen hatte, habe ich eigentlich während des Spiels auch kommentiert. Das Einzige, was mich wirklich richtig hart abgefuckt hat, war diese Zombie-Stelle. Ich fand die richtig öde und unnötig. Aber ja, habe ich oft genug erwähnt. Und hier nochmal, das soll es dahingehend dann auch gewesen sein. Es ist übrigens mittlerweile wieder hell draußen. Das heißt, es müsste irgendwas zwischen 6 und 7 Uhr sein. So viel zum Thema, ich bin müde. Wundert mich nicht. Ich kann ja mal während der Credits auf mein Telefon gucken, wie spät es ist. Ja, 5.56 Uhr. Am Morgen.
wo andere Menschen eigentlich schon wieder aufstehen, aber ich bin halt gerade zu Hause. Ach ja, so ist das. Geiler Soundtrack auch. Ostschweden Game, okay? Man kann Kapitel wählen, das finde ich schön. Und ja, da sind wir wieder im Startscreen. Bramble, the Mountain King. Das war eine aufregende Reise. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich alles während des Spielens schon gesagt. Was noch zu sagen ist, das Spiel kostet um die 30 Euro. Ich habe es ja direkt zum Release gekauft. Da lag es irgendwo bei 27, 28 oder so. Ob ein der Vollpreis das wert ist, muss jeder natürlich für sich entscheiden. Ich bin der Meinung, 30 Euro sind absolut gerechtfertigt. Es hat mich gut unterhalten. Man kann es nochmal spielen, alleine schon, weil es wahrscheinlich wirklich eventuell noch andere Abzweigungen gibt. Dann fehlen mir jetzt zum Beispiel auch noch Figuren und so weiter und so fort. Und alles in allem finde ich, dass solche Projekte unterstützt gehören. Der Horror war ja jetzt nicht so prägnant horrorig, sag ich mal. Natürlich Horrorelemente, hier und da ein kleiner Jumpscare und so, das war alles ganz okay. Wie gesagt, die Umgebung, die Welt, das hat mich einfach in seinen Bann gerissen. Die Monster-Designs waren geil. Ja, die Zombie-Stelle war scheiße. So. Auch wenn ich es eigentlich nicht mehr sagen wollte, jetzt habe ich es halt nochmal gesagt. Und ja, alles in allem, wie gesagt, es hat einen gut in den Bann gezogen. Ich bin absolut nicht enttäuscht. Gerne mehr von solchen Spielen. Und auch alles in allem muss ich jetzt auch noch sagen, dieser Folklore-Gedanke dahinter, der ist auch spannend. Ich finde, sowas sollte es mal aus dem deutschsprachigen Raum geben. Ich habe jetzt zum Beispiel echt Interesse, mich mehr mit Trollen und sowas auseinanderzusetzen. Wo sind da die Unterschiede und so weiter und so fort. Aber ja, bevor ich noch länger schwafel und euch aufhalte, meine lieben Tomodachis, tut mir doch bitte am Ende noch einen Gefallen. Wenn euch das Projekt hier gefallen hat oder grundsätzlich die Sachen, die ich mache, dann lasst ein Like auf die Videos da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und das Wichtigste, macht bitte Mundpropaganda für den lieben Pranke. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich hau mich gleich ins Bett, schneide das dann später in Folgen und würde sagen, bis zum nächsten Projekt. Ciao, ciao, ihr Lieben.